Hallo und herzlich willkommen zurück zum Seelenkompass, Ihrem Wegweiser auf der Reise des Lebens und der Selbstfindung. Heute habe ich eine Geschichte mit euch zu teilen, die ebenso alt wie weise ist. Und glaubt mir, die Lektion, die sich dahinter verbirgt, wollt ihr nicht verpassen. Es geht um Probleme, darum, wie wir sie sehen und vor allem darum, wie wir mit ihnen leben. Versammeln Sie sich also, während wir die Geschichte eines Bauern hören, der von keinem Geringeren als Buddha selbst Erleuchtung über die Probleme seines Lebens suchte. Stellen Sie sich einen Mann vor, der tief in seiner Arbeit und seiner Familie verwurzelt ist, einen Bauern, der der Inbegriff von menschlichem Leid und Freude ist. Und doch ertrank er in einem Meer von Problemen, manchmal buchstäblich. Der Landwirt sagte: "Ich liebe die Landwirtschaft, aber die Elemente sind unberechenbar. Manchmal saugt die Dürre das Leben aus der Erde, und zu anderen Zeiten verwüsten sintflutartige Regenfälle meine Felder. Aber halt, das ist noch nicht alles. Die Erzählung des Landwirts war ein Labyrinth der Probleme des Lebens, familiäre, finanzielle, existenzielle und sogar ein buchstäblicher Schmerz im Knie. Ich habe auch eine Frau, Buddha. Ich liebe sie wirklich, aber manchmal kommen wir nicht miteinander aus. Um ehrlich zu sein, geht sie mir gelegentlich auf die Nerven. Und meine Kinder, sie sind reizende Kinder. Sie sind großartig. Aber manchmal benehmen sie sich so daneben, dass man es kaum glauben kann." Der Bauer fuhr fort und fort. Seine Schwiegereltern machten ihm zu schaffen, er hatte Geldsorgen, er wälzte sich nachts oft im Bett und fragte sich nach dem Sinn des Lebens, und sein linkes Knie schmerzte. Der Buddha hörte geduldig zu, lächelte und sagte einfach: "Ich kann dir nicht helfen." Der Bauer war erstaunt. Der Buddha fuhr fort: "Jeder Mensch hat 83 Probleme, jeder von uns. Und es gibt nichts, was du dagegen tun kannst. Vielleicht kannst du dieses oder jenes tun, um sie zu lösen, aber sobald ein Problem verschwunden ist, taucht an seiner Stelle ein anderes auf. Weitere Probleme werden kommen. Zum Beispiel werden sie eines Tages ihre Familie und ihre Lieben verlieren, und sie selbst werden sterben. Das ist ein Problem, gegen das man sicherlich nichts tun kann." Der Bauer, der seinen Besuch wahrscheinlich langsam bereute, konnte nicht anders, als wütend zu fragen: "Ich dachte, Sie könnten mir helfen. Was nützt alles, was Sie lehren, wenn Sie meine Probleme nicht lösen können? Nun, ich kann dir vielleicht bei deinem 84. Problem helfen", sagte er. 84. Problem? Und was ist das? Das ist, dass sie keine Probleme haben wollen. Die tiefe Weisheit, dass der Weg zum inneren Frieden nicht in der Abwesenheit von Problemen liegt, sondern in unserer Einstellung zu ihnen. Viele von uns tragen unbewusst das 84. Problem mit sich herum. Unser unerbittliches Streben nach einem problemfreien Leben, das selbst zu unserem belastendsten Problem wird. Sehen Sie, Erleuchtung bedeutet nicht, den Problemen des Lebens zu entkommen. Sie bedeutet, das Leiden, das sie verursachen, zu überwinden. Oft verstricken wir uns in die Vorstellung, dass das Leben ein ruhiger Seegang sein sollte, ohne jegliche Turbulenzen. Aber bedenken Sie, dass eine ruhige See noch nie einen geschickten Seemann gemacht hat. Das Leben ist von Natur aus voller Komplexität, Probleme, wenn Sie so wollen. Und das ist völlig in Ordnung. Das eigentliche Problem entsteht, wenn wir anfangen, Probleme als etwas völlig Negatives zu betrachten, als Unannehmlichkeiten, die es nicht geben sollte. Wir sind so sehr damit beschäftigt, jedes Problem zu lösen, das sich uns in den Weg stellt, dass es fast so aussieht, als befänden wir uns auf einer nicht enden wollenden Suche nach einem Zustand der problemlosen Glückseligkeit. Doch jedes Problem birgt einen Keim des Wachstums in sich, eine Lektion, einen Anstoß zu einem tieferen Verständnis des Lebens und von uns selbst. Wenn Sie Ihre Perspektive ändern, verwandeln sich Probleme von furchtbaren Hindernissen in bereichernde Lebenserfahrungen. Anstatt sie zu fürchten, können wir uns auf die Weisheit und das Wachstum freuen, die jede neue Herausforderung mit sich bringt. Nehmen wir unsere Probleme an, alle 83 oder sogar noch mehr von ihnen. Schließen wir Frieden mit ihnen, lernen wir aus ihnen und lassen wir sie unsere Reise zu Weisheit und Erleuchtung beflügeln.
Lassen wir sie die Geschichten sein, die wir erzählen, die Lektionen, die wir teilen, und die Trittsteine auf unserem Weg zu mehr Bewusstsein, mehr Verbundenheit, mehr Menschlichkeit. Schließlich wäre das einzige wirkliche Problem der Wunsch nach einem Leben ohne Probleme. Und das ist unser 84. Problem, nicht wahr?